Oberfreunde, seid wieder gegrüßt hier auf meinem Kanal und heute berichte ich hier mal vom Sommerfest von Modellbahnunion in Cham. Hinter mir könnt ihr schon den Aufbau sehen. Alles weitere in den Bildern. Viel Spaß! Ja, und hier nochmal das Plakat in groß, denn Samstag ist auch nochmal Sommerfestzeit. Ist das nicht eine herzliche Begrüßung? Marcel und Lena direkt auf mich zugestürmt. Aber fangen wir mal direkt mit den Ständen an. Wie gesagt, es sind ja viele Hersteller angereist und hier sind wir jetzt gerade beim Stand von Cimo. Denn es gab einen Aufruf, dass jeder, der einen defekten Cimo-Decoder zu Hause hat, diesen gerne vorbeibringen darf und man schaut, ob man den direkt vor Ort reparieren kann. Ansonsten hätte man ihn mit nach Wien genommen und würde dann dort repariert und von dort aus dann wieder zurückgeschickt. Ja, hier seht ihr, wie der Kollege gerade meinen defekten Decoder repariert hat. Mal eben gekonnt, drei SMD-Teile ausgetauscht und schon funktioniert mein Decoder wieder. Allein dafür hat sich die Anreise gelohnt und ich kann mich nur bedanken. Direkt neben Cimo hat Cat seine Modelle ausgestellt. Alles 1:87, wunderbare Sachen, leider für mich zu modern. Hier sehen wir von dem Kollegen Bernd aus dem Modellbahn-Union-Team seine Fremo-Module, allerdings Fremo-Puco, das heißt also drei Leiter. Er hat es allerdings so gut gemacht, dass er auch auf zwei Leitertreffen damit anreisen kann. National Express, natürlich auch vor Ort mit ihrem schönen Pavillon, wo man sich schön hinschillen konnte, Popcorn essen konnte und so weiter. Geht's weiter. Wir kommen zu Trainini. Vielleicht auch den einen oder anderen bekannt mit seinem YouTube-Kanal Trainini TV. Hat hier ja zwei kleine Z-Anlagen hingestellt. Daneben wurde direkt gefachsimpelt, was Landschaftsbau angeht. Das war sowieso das Tolle, also wirklich, es war nicht nur, man geht dahin, um günstig Sachen abzugreifen, sondern man konnte sich vernünftig mit den Leuten, die Erfahrung haben oder Erfahrung austauschen. Und das ist natürlich das A und O. Hier sehen wir gerade den Stand Löwe. Daneben ist direkt Hornby mit Arnold und Reba Rossi. Hat auch ein wenig ausgestellt. Ja, zum KLV habe ich natürlich gleich nachgefragt. Die Soundversion soll jetzt innerhalb der nächsten Wochen im September spätestens oder vielmehr im September ausgeliefert werden. Und darauf können wir uns alle freuen. Fissmann hat natürlich sein K-Motion vorgestellt. Hier die schöne Steilrampe. Es ist schon wirklich toll, wie diese LKWs da hoch und runter fahren. In einem vernünftigen Tempo und eigentlich überhaupt keine Probleme damit haben. Daneben sehen wir den modernen Stopfexpress. Und auch noch eine weitere Cham-Motion-Strecke. Ja, und dann natürlich so die üblichen Fissmann-Ausstattung, Signale etc. Dazwischen war dann ein kleiner Stand von Lilliput Bachmann. Hier sehen wir auch die nächsten Neuheiten. Übrigens habe ich auch direkt nach dem Turmtriebwagen gefragt. Ist jetzt in der Verschiffung, heißt also soll angeblich, wenn alles gut läuft auf dem Seeweg, in 8 Wochen in den Läden eintreffen.
Ja, als nächstes sehen wir hier RTS, neu bei Modellbahn Union aufgenommen worden. Finde ich sehr positiv. Also ich bin ein RTS-Benutzer. Ich habe den RTS 35 kV schon seit Ewigkeiten. Und alles, was es jetzt neu dazu gibt, ist schon toll. Da wurden natürlich auch so kleine Ausstellungsstücke gezeigt. Sehr schön gemacht. Das Fachgespräch. Ja, stopp. Wer ist denn das mit dem Vollbart? Ich gebe euch mal einen Tipp. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Bestimmt. Als nächstes kommen wir zum Stand vom Wagenwerk. Auch diesen Shop kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Schaut mal auf der Homepage vorbei. Einfach tolle Sachen. Daneben liegen die guten Bücher von Carstens. Auch das sollte sich jeder mal durchlesen. Viele Informationen, was man alles so über die Fahrzeuge wissen müsste. Hier sind wir jetzt am Stand von Lenz. Zu sehen waren gerade die Neuheiten der Deutz, die ja auch ESO rausgebracht hatte. Bringt jetzt Lenz auch in Null raus. Dauert aber auch noch einige Wochen. Genau das Datum ist nicht bekannt. Ja, der MOBA-Verband ist natürlich auch da. Gerade im Gespräch vertieft. Ja. Als nächstes, Modellbahn Union, zu sehen Lena und Heiko. Und schon ist die Lena wieder am Basteln. Macht ja auch am meisten Spaß. Wohl wahr, deswegen machen wir es ja so gerne. Genau. Und noch cooler ist, wenn man andere Menschen darüber überzeugen kann, dass Karton eine totale Wahl ist. Auf jeden Fall. Da bin ich sofort bei dir. Ja, neben den aktuellen Produktionssachen sehen wir natürlich auch die Neuheit, die jetzt auch in die Läden kommt. Wird gerade zusammengebastelt in China und dann demnächst erhältlich. Die Module, die wir hier sehen, sind alle von Lena schön ausgestattet worden. Der Bahnhof kam und da tut sich auch noch einiges. Die Lena hat dann noch so manche Idee. Alles muss bald lose ziehen, ne? Nur sagen, das wird garantiert toll. Allein hier jetzt im Bahnhof seht ihr schon fast komplett eingerichtet. Und so kann man die Anlage natürlich noch interessanter machen. Warum sollen die Häuser mal leer sein? Ihr kennt es von mir, ich richte ja eigentlich auch mal alles ein. Das Klavierkonzert bin ich schon gespannt, wenn das mal losgeht. Auch der Spielplatz, wunderbar gemacht. Sehr schön. Ja, alles, was ihr hier gesehen habt, natürlich beim Modellbahn Union erhältlich. Und da sind die neuen Figuren von Modellbahn Union exklusiv. Auch tolle Sachen. Vielleicht habt ihr auch den letzten News gesehen. Daneben Firma noch, hat auch einen Stand. Dann sehen wir hier jetzt Auhagen mit seinem Bausystem. Das ist natürlich auch viel möglich. Ja, und der Kollege Weinert als Deutschlandvertrieb für Peko ist natürlich auch anwesend. Vielleicht schafft es ja auch demnächst mal mein Gleis bei Modellbahn Union in den Shop. Ich würde es nur begrüßen. Ich bin bestens damit zufrieden und das ist schon toll, wenn man so eine Weiche sieht. Leider kann man es jetzt durch die Lichtverhältnisse nicht so gut sehen, aber da unten die normalen sind ja auch schon toll. Magnesium, weil Magnesium, das zu viele Schallwerkkörper aus ist und verbindet auch nur eins und Ding. Aber das
konsequent. Und wie ein anderer seine Tabletten nehmen muss, wie Bluthochdruck oder irgend sowas, nehme ich diese Dinge. Wie gesagt, das Pico-System in allen Baugrößen natürlich erhältlich. Daneben war eine amerikanische Spur-N-Anlage. Sehr interessant. Schaut mal genau hin, was für viele Filmsituationen ihr auf dieser Anlage erkennt. Es ist einiges da. Und hier kommen wir jetzt zum Modellbahnunion Tombola-Stand. Alle Prospekte, die ihr da seht, wenn ihr da noch auf den Samstag hinfahren solltet, könnt ihr umsonst mitnehmen. Und ansonsten natürlich Lose kaufen für die ganz vielen tollen Preise. Ich habe mit Marcel darüber gesprochen und er hat mal zusammengerechnet, es war nachher ein Wert von 20.000 Euro. Also es lohnt sich schon. Übrigens, ich habe auch was gewonnen. Ein Oldtimer vom Busch. Ja, hier sehen wir Marcel vom Stand von Cimo. Er hat nämlich während der Veranstaltung auch ein Live-Video, was ihr natürlich auf YouTube sehen könnt oder halt beim Modellbahn Union direkt auf dem Kanal beziehungsweise auf der Homepage. Und so hat er auch alle Hersteller nochmal vorgestellt, alle Stände und darüber berichtet, was denn alles so Sache ist. Das macht er ja sehr gut und ich glaube, das macht er auch richtig gerne. Der hat immer Spaß dabei. Ja, und dann hat er mich entdeckt. Ja, es ging auf jeden Fall darum, da ich ja morgens meinen Decoder reingegeben habe und das ist natürlich dann Marcel auch zu Ohren gekommen und das ja auch super geklappt hat, habe ich natürlich Werbung noch für die Jungs gemacht, die eigentlich eine sehr tolle Arbeit gemacht haben und wer es richtig sehen möchte, schau sich das Video von Marcel und Modellbahn Union an. Da seht ihr mein Interview und könnt dann auch besser verstehen, was ich denn da so brabbel. Ja, ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der es vielleicht jetzt auf den Samstag nicht schafft, noch hinzufahren, fahrt nächstes Jahr hin. Es findet jedes Jahr statt. Normalerweise im September, jetzt das erste Mal im Juni. Wie es jetzt nächstes Jahr ist, war noch nicht ganz sicher, ob es wieder im September oder doch wieder auch zu dieser Jahreszeit. Aber es lohnt sich. Es gibt wirklich tolle Gesprächspartner. Man hat mal Zeit und auch die Hersteller, die an den Ständen stehen, haben mal Zeit für jemanden, dass man sich mit denen vernünftig unterhält. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist auf so einem Sommerfest einfach besser zu machen als auf einer großen Messe. So, hier noch ein schneller Bildablauf vom Ladengeschäft. Da konnte ich natürlich jetzt nicht so ausgiebig filmen. Erstens ist es ein bisschen eng für die Kameraführung und es wollten ja auch noch viele andere gucken. Und die Schlange war sehr lang vorher immer schon. Also ich hatte erst die Möglichkeit um 15 Uhr reinzukommen. Da war die Schlange mal ein bisschen kleiner. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, bitte einen Daumen hoch.
und gerne teilen und besucht einfach mal Modellbahn Union. Ihr werdet das nicht bereuen. Bis dann, ciao!